So, liebe Freunde, Verwandte, Kinder, Geburtstagsbesucher, Kirmesgänger und Sachanleger. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Read Me. Mit euren Fragen, euren E-Mails, euren Antworten, wie auch immer. Ich habe tausende von Mails wieder bekommen und es wird Zeit, wieder mal sich durch den Wust an mehr oder weniger sinnvollen Briefen und E-Mails von euch zu kämpfen. Ich freue mich natürlich sehr und fange einfach mal an mit der allerersten Mail. Und zwar kommt die von Dennis Engelbrecht. Er schreibt: Hallo Etienne, erstmal großes Lob und vielen Dank, dass du ReadMe machst. So fragen will ich natürlich auch was. Plant ihr irgendwann mal ein Game One versus Community Beef? Ich meine damit, ob ihr und die Redaktion mal gegen uns spielen würdet. Ich habe schon verstanden, was du mit Community Beef meinst. Zum Beispiel Battlefield, Bad Company 2, Forza oder FIFA und so weiter. Es muss ja auch nicht gegeneinander sein, sondern auch miteinander. Wäre auch schön. Wäre echt super, wenn ihr das mal machen würdet. Dennis. Ja, Dennis. Natürlich gibt es dieses Thema auch schon bei uns hier. Wir haben auch schon überlegt, wie wir es machen, ob wir es machen. Wir würden gerne mal so ein Beef gegen euch machen. Das Problem ist, dass wir da noch nicht so genau sagen können, wie der Modus ablaufen soll. Ja? Also wie soll das genau funktionieren? Wer darf dann spielen und welches Spiel überhaupt? Battlefield wäre so eine Sache. Wir haben auch überlegt, ob wir ein FIFA-Beef machen. 11 gegen 11. 11 von unserer Redaktion in einem Team gegen 11 von euch. Aber wir müssen dann einen Modus finden, wie wir dann die 11 von euch auswählen. Vielleicht ein Wettbewerb oder ein Quiz oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das geplant. Wir wollen Community Beef machen. Ihr könnt uns ja auch gerne noch irgendwelche Vorschläge schicken, wenn ihr eine Idee habt, welches Spiel oder welcher Modus oder wie man das machen könnte. Schreibt es an readme@gameone.de. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Gunnar Fehling schreibt: Hallo Eddie, hab gerade euren Risk Factions Beef gesehen. Zum zweiten Mal hintereinander, wieder einmal großartig und Glückwunsch zum zweiten Platz. Und frage mich nun, wer von euch auf einem Hausboot wohnt? Das wäre interessant zu wissen. Macht weiter so, liebe Grüße, Gunnar. Wer auf einem Hausboot wohnt? Ich weiß, wie kommst du darauf, dass irgendeiner auf einem Hausboot wohnt? Wir sind nämlich die Kelly Family. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass wir irgendeinen Spruch im Beef gebracht haben, wo das Hausboot drin vorkam. Und das lässt sich folgendermaßen erklären. Der Budi, der Simon, der Nils und ich, wir waren vor 2-3 Jahren zusammen im Sommerurlaub auf einem Hausboot durch Holland und sind eine Woche mit so einem kleinen Hausboot durch Holland geschippert. Und da sind natürlich Sachen passiert, die niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfen. Aber hier ein paar Beweise. Oh. Und hier ein Bild. Und noch ein Bild. Das war ein lustiger Sommerurlaub, ein paar Impressionen. Eigentlich mögen wir das ja nicht, so private Sachen zu zeigen, aber der war cool, darüber kann man ruhig mal was erzählen. Ja, das war das einzige Mal, wo wir alle mit einem Hausboot in Verbindung kamen. Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, wie du zu dieser Frage kommst. Da haben wir nämlich versucht, Risiko zu spielen. Und es hat schon so einen Streit auf diesem Hausboot gegeben. Da haben wir abends zusammengesessen, lecker bei einer Packung Milch und wollten dann ein bisschen Risiko spielen und haben uns schon gestritten und in den Haaren gelegen beim Aufbau des Spiels, wer welches Land verteilt bekommt und so weiter. Und da gab es so einen schrecklichen Streit, dass wir nie im Risiko gespielt haben. Also das war schon damals ein sehr schwieriges Thema. Gunnar, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Oh Gott, ist das lang. Eine mega lange Mail. Übrigens, unser Drucker ist am Arsch, deshalb sind manche Mails bzw. manche Sachen werden komplett gelb ausgedruckt. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir nicht von der Marke Urin kaufen sollen. Lieber Redakteur, der diese E-Mail liest, um anschließend zu entscheiden, ob sie an Etienne Gardet weitergegeben wird oder in den Jagdgründen der Unterwelt verrottet. Dominik, glaubst du wirklich, dass wir hier einen Redakteur haben, der einzig und allein dafür zuständig ist, mir Mails vorzusortieren, sozusagen ein Vorkoster? Ich muss den Scheiß selber lesen. Auf der Gamescom traf ich die Frau meiner Träume und nun versuche ich, sie vergeblich wiederzufinden. Sie war eine der Bitches vom Nintendo-Stand und zeigte mir, wie toll doch das neue Zelda ist. Aber ich hatte nur Augen für sie und verträumt flirteten wir uns an. Nach wenigen Minuten wusste ich schon, dass sie die Frau fürs Leben ist und wir gemeinsam auf einem Schimmel den Strand entlang reiten sollten, anstatt unsere Zeit gemeinsam vor einem Bildschirm zu verschwenden.
Doch ich bin schüchtern. Ich bin zwar intelligent, humorvoll und die ultimative Sexmaschine im Bett, aber leider unglaublich schüchtern und sensibel. Deswegen traute ich mich nicht, ihr meine Visitenkarte zu überreichen, auf der außerdem vermerkt ist, dass ich Arzt bin. Habe ich erwähnt, dass ich bescheiden bin? Jetzt bin ich natürlich todunglücklich, kann weder schlafen noch essen und nicht mal das Retten hilfloser Tiere macht mir noch Spaß. Heute sah ich an die Wand, wo mein Porträt von Etienne Gardet hängt, zu dem ich immer wie zu einem Helden, nein, wie zu einem Vater aufblickte. Sogleich nahm ich mir ein Herz und wusste, dass nur er mir helfen kann. So begab es sich, dass ich nun diese Zeilen hier schrob. Bitte Game One, bitte Etienne, helft mir, diese Frau zu finden. Ihr müsst doch nur zu gut wissen, dass man die Frau fürs Leben nur ein einziges Mal findet oder der ganze Wahl- und bedeutungslose Sex irgendwann auch auf die Nerven geht. Dass ihr die Connections habt, dass ihr die Würfel ins Rollen und Berge versetzen könnt, um diese Frau zu finden. Ich vertraue darin rein. Ich glaube, sie hieß Harald, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Danke schon mal im Voraus, euer Dominik. PS, ich kann Deutsch, obwohl ich Rumäner bin. Insider. Ja, da kann ich leider nicht helfen. Eine Messehostess von Nintendo namens Harald. Wenn du das hier liest, liebe Harald, dann melde dich bei Dominik oder Kai Pflaume. Was soll man dazu noch sagen? Marina schreibt: Mahlzeit, liebe Game One Redaktion. Ich dachte mir, ich spiele mal die Märtyrerin für alle weiblichen Zuschauer eurer Sendung. Ob ihr euch dieser Massen überhaupt bewusst seid? Das ist jetzt, welcher Massen? Also, bist du oder meinst du die Massen an Frauen? Welcher Massen sind wir uns jetzt? Jedenfalls wäre es doch mal super, wenn zum Beispiel Eddie im Rahmen des Readme-Blogs mit der Kamera durch die Redaktion marschiert und allen Kollegen die Chance gibt, sich an eine Frau zu bringen. Oder den Mann. Verspricht Erfolg auf beiden Seiten. Schließlich seid ihr ja die Brutstätte der untragbaren testosterongeladenen Perfektion. Gönnt uns den Spaß. Ganz liebe Grüße, Rina und alle Frauen des Game One-Universums. Also in der Tat, Rina, ist das interessant zu sehen, dass wir tatsächlich auch weibliche Fans haben. Ist ja nicht so selbstverständlich. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also wenn ihr das wirklich, wenn ihr weiblichen Geschlechts seid und uns das wissen lassen wollt, dann schickt uns doch einfach Mails von euch mit Fotos am besten. Nackt. Christian Müller schreibt: Hi Eddie, ich hätte da drei Fragen. Wer von eurer Crew ist eigentlich Fan von Eintracht Frankfurt? Ich meine, im Royal Beef Intro immer die Homepage von Eintracht Frankfurt gesehen zu haben. Interessiert mich sehr. Zweitens, habt ihr einen Online-Key für die Online-Meisterliga zu Pro Evolution Soccer 2011 bekommen? Drittens, warum heißt Trant jetzt eigentlich Trant? So, also erstmal Frage Nummer 1. Wer von euch in der Crew ist eigentlich Eintracht Frankfurt Fan? Das bin ich. Aber zum zweiten Teil der Frage, ich meine, im Royal Beef Intro immer die Homepage von Eintracht Frankfurt gesehen zu haben, kann ich nur sagen, das war natürlich nicht mein Rechner. Denn ich bin auf der Arbeit viel zu busy und beschäftigt, um während der Arbeit auf themenfremden Seiten zu surfen. Geschweige denn Fußballseiten. Da bleibt mir überhaupt keine Zeit für. Das ist ja, das kann nicht mein Rechner gewesen sein. Das muss irgendein Praktikant gewesen sein, der vielleicht im Rahmen einer Hausarbeit oder so für Eintracht Frankfurt oder so recherchiert hat. Wer weiß das schon. Dann habt ihr einen Online-Key für die Online-Meisterliga zu Pro Evo 2011? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß nicht mal, was das ist. Was ist die Online-Meisterliga? Und warum braucht man einen Key dafür? Warum heißt Trant eigentlich Trant? Christian, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Das ist in der Tat die Frage, der ich ja schon lange auf den Grund gehen will. Und ich weiß es immer noch nicht. Deshalb werde ich ihn jetzt... Trant kann ich jetzt, glaube ich, erreichen, weil der im Schnitt sitzt. Aber ich kann den Simon fragen, der damit auch was zu tun hat, meines Wissens. Vielleicht erreiche ich ihn ja ausnahmsweise mal. Simon, Vollidiot, da ist er. Scheiße. Er geht nicht dran. Ja, tut mir leid. Ich kann die Frage mit dem Trant immer noch nicht beantworten. Oder wie wir ihn nennen, Trant. Ja, wie Trant Ribéry. Ja, wir wissen es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was Trant bedeutet. Gab es nicht mal einen Trant bei einem Resident Evil Teil? Oder hieß der irgendwie anders?
Egal. Christian, diese Frage können wir bei dieser Readme-Ausgabe leider nicht beantworten, aber vielleicht schon bei der nächsten. So, Sebastian Reiter schreibt: Hallo Etienne, ich habe einen Vorschlag für eine neue Kategorie für Game One. Die Eddie und Gunnar Show. Wie wär's? Gruß Sebastian Reiter, aka Winston W. Die Eddie und Gunnar Show. Was ist denn das für eine dämliche Idee? Wie soll das denn aussehen? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gunnar Eddie Show. Christian Ackermann schreibt: Moin Etienne und wer auch immer das sonst noch so liest. Ja, Christian, den Scheiß muss ich ganz alleine lesen. Ich habe gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton angefangen, die ihren Schwerpunkt in der 3D-Gestaltung hat. Jedes Mal, wenn ich ganz zur Begeisterung meines Chefs in der Mittagspause laut und dröhnend Game One konsumiere, stellt sich mir die Frage: Mit welchem Programm habt ihr eigentlich euer Intro gestaltet und wie lange hat das so Pi mal Daumen gedauert? Freundliche Grüße aus Oldenburg. In Klammern und nochmal ganz spezielle Grüße von meiner dich voll und ganz verehrenden Praktikantin, die übrigens wunderbar Kaffee kochen kann. Das trifft sich ja. Ist auch leer. Vielleicht könnte man da ja... So, zu deiner Frage mit dem Game On Intro. Also du meinst dieses... Das meinst du, ne? Ich glaube, die haben das, ich weiß nicht, das sieht aus, als ob die das mit Microsoft Paint oder so gemacht haben. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat und ich weiß auch nicht, ich kann mal fragen, vielleicht weiß der Jay das. Ich rufe ihn mal an, der geht bestimmt auch wieder nicht dran. Aber wie lange das gedauert hat, vielleicht war es sogar der Jay, ich glaube aber nicht. Moin Jay. Ey, ich habe hier bei Readme eine Frage zum Intro von Game One. Okay. Weißt du, wer das gemacht hat und wie lange das gedauert hat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Typen nie gesehen. Aber es war auf jeden Fall irgendein Typ, oder was? Das war wohl irgendein Typ von MTV, ja. Und weißt du mit... Simon auf einer Party getroffen. Den hat Simon auf einer Party getroffen und hat einfach mal so das Intro gebastelt? Nee, ich glaube, danach habe ich ihn mal getroffen und mit ihm drüber geredet. Ach so. Der war nicht von dem Typ. Weißt du, mit welchem Programm das gemacht wurde? Ich habe keine Ahnung, wenn es ein 3D-Programm und so ein gängiges wahrscheinlich. 3D-Studio Max oder Cinema 4D oder was es da so gibt. Also auf jeden Fall was sauteures, ne? Mega teuer bestimmt, ja. Okay, das war's auch schon. Danke, Jay. Tschüss. Tschö. Da habt ihr's. Wir wissen's nicht. Von Dirk Beden. Palim, palim, hallöchen. Meine Frage, die sofort im Papierkorb landet. Moin, moin, liebes Game One Team. Das schreibt Malte Dietz aus Flensburg. Moin, moin, liebes Game One Team. Zuerst einmal will ich euch ein dickes Lob aussprechen. Die Sendung ist einfach der Hammer. Zudem sind eure Witze und Ideen einfach einzigartig. Eure wirklich gute Internetpräsenz sorgt auch immer wieder für Unterhaltung vorm PC. Ich habe mal ein paar Fragen. Erstens. Da ich mir überlege, nach meinem Abitur in die Spieleredaktionsbranche einzusteigen. Die Spieleredaktionsbranche, ja? Die berühmte Redaktionsbranche der Spiele. Wollte ich dazu euch mal fragen, wie viel ihr verdient, so im Durchschnitt. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr nichts dazu sagt. Ja, gut. Nee, aber mal ehrlich, im Durchschnitt, das ist natürlich auch eine sehr doofe Frage, weil im Durchschnitt... kann ich dir sagen, 2 Millionen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie viel kriegen die Leute aus der Redaktionsbranche und wie viel kriegen die Chefs? Ja, weißt du auch nicht, beim Durchschnitt. Wer ist denn der oberste Chef von Game One? Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal bei euch zu einem Vorstellungstermin eingeladen wäre, bei wem müsste ich dann vorsprechen? Also rein theoretisch, wenn du mal eingeladen worden wärst. Der Chef von Game One, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Da gibt es den Chef von der Produktionsfirma, dann gibt es den Redaktionsleiter, dann gibt es den Chef von MTV, dann gibt es seinen Chef, dann gibt es den Chef vom Chef vom Chef. Im Prinzip hat jeder irgendwo ein bisschen was zu sagen. Wenn du bei Game One anfangen willst zu arbeiten, musst du, glaube ich, eigentlich bei so ziemlich jedem Mitarbeiter mal vorstellig werden. Also bei jedem mal so ein bisschen mal dich vorstellen und mal sagen, wer du bist, weil jeder hat so ein bisschen so ein kleines Veto. Ja? Also
das ist schon nicht einfach. Das ist so ein bisschen wie die 36 Kammern der Shaolin. Da musst du einfach durch, ansonsten hast du da keine Chance. Grüß doch mal die ganze Redaktion, herzlichst von mir. PS, wenn einer von euch einen PS3-Account hat, wäre es echt nur zu geil, wenn ihr ihn mir per E-Mail mitteilen könntet. Nee. Liebes Game One Team, ich danke euch für eure Plauschangriffe von ganzem Herzen. Ich höre jeden Tag eure Podcasts und freue mich darüber, dass es sie gibt. Liebe Grüße, Gefehling. Ja, super. Perfekt. Super Mail. Keine Frage, nur ein Lob. Kann man problemlos in 5 Sekunden lesen. Fertig behandelt. Bleiben keine Fragen mehr offen. Liebes Game One Team oder Eddie, gab es ein Spiel auf der Gamescom, welches leicht genug für Etienne war? Wird es nicht langsam noch so eine Mail ohne Scheiß und das hier den Praktikanten weitermachen? Hallo Eddie, dein Auftritt bei Castlevania war mal wieder unter aller Sau. Du bist der schlechteste Zocker der Welt. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt den richtigen Beruf hast. Max schreibt, guten Tag Etienne. Ich bin gerade aufgestanden und bevor ich mich frisch und ausgewogen ins Nightlife stürze, möchte ich mich noch einer Frage erleichtern. Und zwar wollte ich fragen, welche Bildungsgrade die Game One Redaktion so hat. Also ich meine damit dich, Budi, Simon, Uke, Nils, Ian, Wolf, Pepper und alle anderen, die da noch so rumschwirren. Geh doch mal bitte rum und hake einmal nach. MFG Max, den ich total imber finde. Sehr geehrte Game One Redaktion, ich bräuchte unbedingt eure Hilfe für meine Facharbeit Kryptologie im Film. Und da sich in eurer Redaktion mehrere Personen mit sehr großem Filmewissen befinden, als Beispiel seien nun mal Etienne, Wolf oder Chris genannt, wende ich mich nun voller Hoffnung an euch. Ich brauche Filme, die sich mit dem Themengebiet Kryptologie befassen, sei es als Randthema, nur um die Filmzeit zu strecken, oder als Hauptpunkt des Films, um den sich alles dreht und wendet. The Da Vinci Code, Sakrileg, der Zodiac-Killer Enigma, das Geheimnis, habe ich bisher als Filme für meine Facharbeit herausgesucht. Allerdings bitte ich euch auch um weitere bessere Vorschläge, denn besonders den letzten Film würde ich gerne durch einen anderen austauschen. Insgesamt sollten es 3 Filme sein, die auf die Art der angewendeten Kryptologie und der Rolle der Kryptologie für das Gesamtwerk analysiert werden müssen. Ewald Bastian. Boah. Ewald, ey. Was soll man denn dazu sagen? Kryptologie. Da fallen mir natürlich diese gesamten Filme ein, die so ähnlich sind. Ne? Hier Indiana Jones 1 und 3, also 1 bis 3. Quatermain, Tomb Raider, Superman. Ich habe gehört, ihr seid umgezogen. Kannst du uns nicht mal die neuen Räumlichkeiten vorstellen? Wäre voll cool. PS, Wolf ist der Geilste. Liebe Grüße, Max. Ja, Max, das stimmt, wir sind vor ein paar Wochen sind wir umgezogen, ungefähr 50 Meter von unserer alten Location, wo die Redaktion früher war, befinden wir uns jetzt in einem kleinen süßen Häuschen hier im Hamburger Stadtviertel Eimsbüttel. Und du hast vollkommen recht, man sollte das mal zeigen. Ich nehme hier mal die Kamera und mach das an und nehme euch einfach mal mit auf eine Reise durch das Gebäude. So, dann zeige ich euch mal, wie wir jetzt hier wohnen und leben und arbeiten. Hier, meinen Platz habt ihr ja schon gesehen. Kommt einfach mal mit. Ich zeige euch mal direkt hier oben im obersten Stockwerk die Küche. Küchendienst ist hier ein ganz wichtiges Thema. Das ist unsere Küche. Das ist der mit Abstand wichtigste, das wichtigste Mitglied unserer Redaktion. Die Kaffeemaschine und hier sehen wir den Küchenplan. Ich habe heute Küchendienst. Pepper ist dran mit Küchendienst. Ja, da haben wir hier die ganzen, ja, da guckt man hier auf den Plan, ja, wo ist wer dran. So, ich stehe da, 20.10. 20.10. kommt dann hier aus diesem Sack. Da sind die ganzen Porträts, ja. Und das wird dann, ich weiß jetzt gar nicht, wo meins ist. Da haben wir den Petrescu. Ja, und das wird dann hier an die Wand gehängt. Und dann muss man den Küchendienst machen. Übrigens, das Beste an dieser Küchenkonstruktion überhaupt ist, direkt anschließend an die Küche
Super, oder? Direkt das Scheißhaus neben der Küche. Dann zeige ich euch mal, was wir hier noch für Räumlichkeiten haben. Gehen wir mal runter. Hier geht es nämlich in den zweiten Stock. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf die Fresse lege. Oh, komm mal hier, Kunst. Wir kommen hier in die Redaktion. Hallo, Redaktion. Hallo. Ist das der Wolf, der da ganz hinten in der Ecke? Hast du drauf die Fickfinger? Warte, ich zoome noch mal ein bisschen. Ja, komm einfach ein Stück näher, Etienne. Zeig mal den Leuten, wie gut dieser Platz aussieht. Etienne! Neun schöne Tische. Weißt du, das hast du davon, dass du geschrieben hast, Wolf ist der Geilste. Schönen Dank, Max. Ja? So, hier ist der Jay. Wir können ja mal kurz gucken, was der Jay macht. Der bastelt wieder irgendwelche komischen, verrückten Animationen. Ein Baum. Nein, das mit ein einem. Das ist ein Gehirn. Ja, ein Gehirnbaum mit Stiefeln. Hier ist der Martin, der baut unsere Rechner auseinander und zusammen. Und keiner kann es ehrlich gesagt kontrollieren, weil keiner es besser weiß. So, da ist Markus, unser Praktikant, auch fleißig am Cutten. Was ist hier mit den Mittelfingern? Wieder irgendwie. So, da haben wir Sebastian und. Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Markus. Markus. Das ist Markus. Der Praktikant. Da ist der Duke, ja. Und hier ist der Wolf. Hallo, Wolf! Alarm, Alarm, hört man das? Hör mal. Hier ist gerade ohne Scheiß irgendwann Alarm losgegangen. Schon wieder vorbei. Oh, ich dachte ohne Scheiß, ey. Brennende Menschen und Frauen, die gerettet werden müssen. Das, deshalb sitzt der Wolf direkt an der Tür, damit er sich als erster verpissen kann, wenn Gefahr anmahnt. Guck mal, was ich gerade mache. Ich bereite gerade. Boah, der Duke, mein Bericht von Duke Nukem Forever vor, bei dem ich war. Müssen wir schon wegmachen. Oh. Oh, wann gibt's das denn? Nächste Woche. Ich bin aufgeregt. So, dann haben wir hier den Datenraum. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier leider, ja, müssen wir einen Proxy installieren. Das Poster wird leider bei uns nicht richtig angezeigt. Kann man nichts machen. Ist halt scheiße. So, dann hier ist unser Einspielraum, der berühmte Einspielraum. Hier. This is the place where the magic happens. Ja, hier finden mittlerweile die eine Stunde mit statt. Und ja, hier werden in Zukunft natürlich noch viele andere großartige Shows produziert werden. Hier haben wir alles, was man braucht. Ein PC mit Anschlüssen für alle Konsolen, aber alle Konsolen sind weg, weil wir nämlich, ordentlich wie wir sind, eine Geräteliste haben, wo steht, wer was wann wofür braucht. Und ihr seht, alles ist ausgeliehen, das heißt, wir können momentan eh nicht. Ach, da ist eine Xbox. Hier, da ist eine Xbox. Wahrscheinlich ohne Stromkabel. Eddie, da ist ein dreiköpfiger Affe hinter dir. So, dann hier sind die Chefs. Boah, Alter, krass. Guck, hier, da sind die, das ist die Chefkabine. Da sitzen Gunnar und Pepper, ganz wichtig. Lass mich wieder allein. So, hier übrigens neue Bilder. Wir wollen unser Büro ja schöner machen. Haben wir hier neue Bilder gemacht. Da ist der Duke. Da ist der Typ, auf dem der Duke basiert. Ja, das war's. Zwei Bilder, wird viel schöner. So, dann zeige ich euch noch das Erdgeschoss. So, was haben wir denn im Erdgeschoss? So, hier im Erdgeschoss, da haben wir, das ist das Gehirn der gesamten Firma. Ja, hier sitzt zum Beispiel die Susanne und die Anne und der Flo ist gerade da. Wir machen ganz wichtige Sachen. Hallo! Diese wollen wir auch nicht länger stören. Und hier geht es auch schon raus. Ja? Hamburg! So, dann zeige ich euch noch kurz den Keller. Wenn wir ganz runter gehen, kommen wir nämlich hier hin. Boah, ich mache mal Licht. Hier gibt es Getränke und hier kommen wir. Boah, es ist dunkel hier. Nur hier Licht. So, hier sind wir jetzt im Requisitenlager von Gunnar, ganz unten im Keller, wo die ganzen Sachen sind, die der Gunnar baut. Hier ist so ein zusammengebasteltes Game One Studio. Hier sind lauter Sachen, Requisiten, alles Mögliche. Komischer Kram, Kostüme, irgendwelche Fake-Messer. Und hier, das ist auch abgefahren, hier ist die Werkstatt und Grümpelkammer. Alles vollgestellt mit irgendeinem Scheiß. So.
So sieht das aus bei uns. Und jetzt schmeiße ich euch raus. Schön, dass ihr uns besucht habt. Flo sagt tschüss. Tschüss. Das war's. Auf Wiedersehen. Moin moin, Eddie. Was ich schon immer frage ist, warum sendet ihr Game One in 4:3 und nicht 16:9? Hat das irgendwas mit MTV oder so zu tun? Ja. PS, ich will eine lustige Antwort. Kommt ein Pferd in die Bar und fragt, guten Tag, warum läuft Game One in 4:3 und nicht in 16:9? Sagt der Barkeeper, das hat was mit MTV zu tun. Achtung, Doppelgänger. Hey Eddie, ich wollte dir mal ein Foto von meinem Kumpel schicken. Warum? Warum sollte ich das wollen? Früher habe ich schon die Ähnlichkeit entdeckt, die er mit dir hat, aber seitdem er seine neue Brille hat, ist es einfach noch krasser. Er hat sich lang dagegen gewehrt, aber bei uns heißt er jetzt nicht mehr Ali, obwohl er eigentlich Alex heißt. Nee, jetzt nennen wir ihn Eddie. Naja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Auf diesem Weg noch dicke Bude Grüße, falls du die E-Mail vorliest. Greets Alex. Moment. Der Absender heißt Alex und sein Kumpel heißt auch Alex? Oder bist du das, Alex, und willst im Prinzip mir erzählen, dass du aussiehst wie ich? Hier ist übrigens das Foto. Warte, wir blenden das mal kurz ein. Also ich weiß nicht, das ist, nennt ihn weiterhin Ali, ja okay, er trägt eine dunkle Brille, aber wer nicht? Timo Merten schreibt, hallo Etienne, erstmal bin ich sehr von der Readme-Rubrik begeistert. Hab mir die ersten beiden Folgen sehr gerne angeguckt, vielen Dank dafür, gern schön. Zu meiner Frage, wieso kosten die Game One-Folgen im iTunes Store je 1,49 €? Könnte man das nicht auch kostenlos anbieten, da man sich ja die Folgen auch auf der Game One-Homepage kostenlos ansehen kann? Somit wäre es ja sinnlos, Geld dafür im iTunes Store zu zahlen, oder wie siehst du das? Macht weiter so, Timo. Timo, es ist doch ganz einfach so. Im iTunes Store gibt es die ganzen Folgen 24 Stunden vor der Erstausstrahlung. Das heißt, das ist so ein bisschen, stell es dir vor, wie Bonus-Content für die Hardcore-Fans. Wer wirklich nicht warten will bis Mittwochabend, sondern schon am Dienstag Game One gucken kann, der kann das bei iTunes machen gegen einen kleinen Obolus. Wer darauf keinen Bock hat, kriegt es nach wie vor kostenlos bei MTV oder eben bei uns auf GameOne.de wie gehabt. Ist eigentlich eher ein Zusatzangebot. Früher können wir es nicht anbieten und aus rechtlichen Gründen eben auch nicht ausstrahlen oder so. Deshalb ist das einfach eigentlich ein cooler Kompromiss für Leute, die sagen, 1,50 € ist mir das wert, dass ich es heute schon sehe. Wenn nicht, muss es ja nicht machen. Wir wollen damit niemandem das Geld aus der Tasche ziehen. Ihr kriegt es ja nach wie vor kostenlos bei uns über die Website. Frage beantwortet? Cool. Beef. Liebes Game One Team, ich habe in dieser Mail weniger eine Frage als einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es, wenn ihr das nächste Royal Beef mit StarCraft 2 gestalten würdet? Also ich persönlich fände das echt super klasse. PS, wann gibt es mal wieder eine Readme-Folge? PS, jetzt. Und zum Beef? Ja, also StarCraft 2 Beef gestaltet sich problematisch. StarCraft 2 ist super beliebt bei uns in der Redaktion. Jeder hat da auch Bock drauf, fast jeder. Aber das Problem ist, dass die Skills total unterschiedlich sind. Gerade bei Budi, Nils, Simon und mir. Also ich bin zum Beispiel ultra krass gut. Der Nils hat das Spiel aber noch nie gezockt. So, wie willst du jetzt einen Beef-Modus finden, wo alle auch gleiche Chancen haben? Jetzt würde der Simon natürlich sagen, ist doch scheißegal, Hauptsache wir machen's. Und das macht er ja dann auch so bei Geometry Wars oder bei Halo, wo es selbst da nicht gereicht hat. Aber generell bin ich der Meinung, dass Beef nur dann Sinn macht, wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben zu gewinnen. Und das ist einfach bei StarCraft zurzeit nicht gegeben, weil man auch nicht so schnell das aufholen kann. Ja? Also jemand, der StarCraft noch nie gespielt hat, wie der Nils, der kann nicht innerhalb von einer Woche oder so auf das Niveau kommen, auf dem ich zum Beispiel bin. Ja? Das ist, da müsste er am Tag 8 Stunden trainieren, über einen Zeitraum von 62 Jahren oder so. Und das ist ja eigentlich fast unmöglich. Insofern, vielleicht, wir haben schon überlegt, ob wir 2-on-2 spielen, der Beste mit dem Schlechtesten und die zwei Mittleren zusammen oder 3 gegen 1, die 3 Schlechtesten gegen den Besten. Aber irgendwie ist das alles immer unausgeglichen und es muss halt irgendwie ein Modus sein, wo du dann auch die Punktzahl perfekt verteilen kannst. Wir müssen mal gucken, wie wir es lösen. Wir haben auf jeden Fall Bock zu. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, ein StarCraft 2 Beef zu machen. Wäre auf jeden Fall geil. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Niklas. Hi Eddie, ich hätte folgende Bitten.
Erstens, mach doch mal den Didi Hallervorden nach. Zweitens, rap was für uns. Drittens, sing das letzte Einhorn. Danke und bis bald, Pascal Gellert. Ja, Pascal, ich bin doch kein Zirkuspferd. Ich bin doch hier nicht irgendwie der Clown in der Manege, wo du, den du fütterst. Und dann kommt, oder du wirfst oben eine Münze ein und dann fängt der an zu singen. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Ich mach dich kaputt, denn du siehst aus wie Schutt. Alter, ich werde der Typ sein, der dich von oben bis unten bespuckt. Yeah, mein Rap ist krass, du bist leider nass, weil du staunend im Regen stehst und kein Dach über dir hast. Yeah, das ist mein Rap-Style. Jeder findet ihn geil, nur nicht du, weil du langweilig bist wie ein Diss. Kommt dieser Schlag in dein Gesicht mit meiner Faust, die nenne ich Fist. Ich bin der Typ, der jeden disst und das Segel hisst und außerdem Bananen frisst für Vitamine, Indigene. Wollen wir nicht mal zusammen segeln? When the last eagle flies over the last crumbling mountain. Peter schreibt: Hi Eddie, was ändert sich jetzt durch den Wechsel zu Viva und dass MTV Pay-TV wird? Kannst du dazu mal was sagen? Gruß Peter. Peter, wenn wir wechseln zu Viva oder wenn die Sendung bei Viva ausgestrahlt wird, wird sich natürlich überhaupt gar nichts ändern. Hey yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Viva Game One. Woo! Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt haben wir ein richtiges Highlight für euch am Start. Natürlich Justin Bieber und Gülcan präsentieren euch Just Dance 3. Viel Spaß. Woo! Aber jetzt mal ehrlich, es ist ja so, MTV wird ab 01.01.2011 ein Pay-TV-Sender. Das heißt, wenn ihr so Sachen wie digitales Kabel über Kabel Deutschland oder Sky oder sowas habt, könnt ihr da ganz normal weiter MTV gucken. Ganz normal wird Game One auf MTV ausgestrahlt. Ein, zwei Tage später wird das Ganze dann im Free TV auch nochmal ausgestrahlt und zwar auf Viva. Und natürlich wird es die Sendung auch weiterhin kostenlos bei uns auf der Website geben. Das Ganze könnt ihr aber auch alles nochmal komprimiert bei uns auf der Webseite nachlesen. Da hat der Pepper einen super Artikel geschrieben. Macht euch nicht ins Hemd, alles wird gut. Sebastian Groß schreibt: Hallo Eddie und der Rest von Game One. Kurze Frage von mir. Wie viele Frauen arbeiten eigentlich bei euch in der Redaktion? Macht weiter so, liebe Grüße, Sebastian. Kurze prägnante Frage, kurze prägnante Antwort. Nein, ich hab dir gesagt, es liegt da. Leg es wieder hin. Du dumme Schlampe, ich hab dir gesagt, du sollst besser aufpassen. Leck mich doch am Arsch. Ja, ach nee, du dich. Ja, nein, du dich. Ja, genau. Ja, nee, ja. Ja, tschüss Mama, tschüss. Mann. So, das war's mit ReadMe 3.0. Schickt mir eure Mails wie immer an readme@gameone.de. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, vielleicht bei ReadMe 4.0. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut, ciao und tschüss.